Meine Damen und Herren, das Land hat eine riesige Aufgabe vor sich. Seit 2014 haben wir 1,5 Millionen Menschen Schutz geboten. Und gut die Hälfte hat ihn bekommen. Und der andere Teil hat keinen Schutzstatus bekommen, nicht mal subsidiären Schutz. Wir haben also Hunderttausende Menschen im Land, die ausreisepflichtig sind. Das würde ich mal von Haus aus eine Herkulesaufgabe nennen. Und dafür gibt es zwei Wege. Die konnten Sie heute wunderbar besichtigen. Weg Nummer eins der Opposition. Einfach pauschal nicht abschieben, dann hast du auch kein Problem mit Rückführung. Meine Damen und Herren, das ist wohl die schlichteste Lösung, die einfachste Lösung, die man sich vorstellen kann. Und Sie müssen sich übrigens, wenn Sie ansonsten über die Vereinfachung von Populisten reden, auch mal selber die Frage stellen, ist ein Vorschlag, pauschal nicht abschieben, wirklich eine Lösung für dieses Land? Nein, sie ist inhuman in schärfster Form, weil Sie Menschen, die nicht hierbleiben dürfen, monatelang vorgaukeln, sie könnten es doch. Und dann, wenn wir durchgreifen, dann ziehen wir sie aus den Kitas und aus den Schulen heraus. Das ist nicht human. Und deswegen bin ich für eine konsequente Haltung und bin sofort für Abschiebung. Was wollen wir denn den Menschen ansonsten noch antun? Ich bin für klare Entscheidungen. Das hilft den Bleibeberechtigten, für die wir mehr Kraft haben. Und es hilft den Nichtbleibeberechtigten. Schnelle Entscheidungen sind immer gut. Der zweite Weg. Das ist der Regierungskoalition, ich hoffe jedenfalls, Herr Castellucci, ist der Weg des Rechts und unserer Gesetze, die Gesetze, die wir hier gemacht haben, Kollege Schuster. Umzusetzen. Nein, danke. Die Gesetze, die wir gemacht haben, hier umzusetzen, heißt Balance zu halten. Willkommen für die, die bleiben dürfen, Abschied für die, die gehen müssen. So sehen unsere Gesetze aus. Die haben wir hier gemacht, und die möchte ich gerne einhalten. Und das tut der Bundesinnenminister. Die Gesetze mal anzuwenden und mal nicht, je nach eigener ideologischer Befindlichkeit. Meine Damen und Herren, das ist ein Albtraum für einen Rechtsstaat, wenn Sie regieren würden. Wir halten uns an die Gesetze, die wir machen, und Sie wollen tun, was Sie möchten, was Ihre ideologische Befindlichkeit ergibt. So kann man nicht arbeiten. Und meine Damen und Herren, was der liebe Herr Weise als Präsident des BAMF ertragen müsste, wenn Sie ihm Anordnungen geben könnten, es wäre furchtbar. Gesinnungsbefehle von morgens bis abends, wie das BAMF wohl zu entscheiden hat, wie solche Anträge bescheinigt werden. Nein, meine Damen und Herren, CDU, CSU lassen die Finger vom BAMF, außer dass wir ihnen Personal geben, wie sie es brauchen, die richtigen Gesetze. Und dann entscheiden die Mitarbeiter des BAMF mit ihrer Expertise und ohne jede Ideologie. Und das ist der Weg eines Rechtsstaats. Ihre Rezepte bisher, um mit an der Problemlösung zu wirken. Westbalkan wollten Sie nicht als sichere Herkunftsstaaten einstufen, 2015. Was für ein Wahnsinn. Gegen das Asylpaket 2 haben Sie gestimmt. Den Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige würden Sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag öffnen. Ein Wahnsinn. Die Maghreb-Staaten, das haben Sie bis heute nicht verstanden, wie groß dieses Problem ist. Die Einstufung der Maghreb-Staaten im Bundesrat ist überfällig, meine Damen und Herren. Keine Abschiebungen in Balkanstaaten. In Balkanstaaten. Das ist Ihre Grundhaltung. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, damit kann man keine Politik machen. Das lehnen wir alles ab, und zwar mit guten Gründen. Erstens, Thema Sicherheit. Ich vertraue den Fachleuten. Herr Castellucci, das Originalzitat der Internationalen Organisation für Migration ist: Große Teile des Landes sind sicher. Sie haben gesagt, einige. In Wirklichkeit heißt es große Teile. Ich vertraue der Expertise der Fachleute. Ich vertraue aber nicht den selbsternannten Fachleuten hier aus Berlin, möglichst weit weg von Kabul. Nein, meine Damen und Herren, und für die Grünen, ich fand das ein beeindruckendes Statement von Marie-Louise Beck in der gestrigen Sitzung des Deutschen Bundestages. Ein beeindruckendes Statement dafür,
was in 15 Jahren Afghanistan-Aufbauarbeit geleistet wurde. Nehmen Sie Frau Beck als Expertin und Anwältin dafür, warum es gut ist, dieses Land zu stützen. Und deshalb zweitens, wir haben Verantwortung für Afghanistan. Ich möchte diesem Land nicht seiner Zukunft berauben, indem wir auch noch dem Letzten deutlich machen, komm lieber nach Deutschland, das lebt sich hier besser. Wie soll so Afghanistan jemals eine humane Zukunft haben? Unmöglich. Und Rückführungsabkommen schließt nicht nur Deutschland mit Afghanistan. Das schließt die ganze Europäische Union, einschließlich Griechenland. Die dortige Regierung dürfte Ihnen ja sehr nahe liegen. Die haben es aber auch gemacht. Und das wirklich humane Schweden macht ein bilaterales Abkommen wie wir. Warum? Nein, Herr Castellucci, eine Unverschämtheit. Nicht, weil es Abschiebungsfetischisten sind, weil wir Verantwortung haben seit 15 Jahren für ein Projekt Afghanistan, das nicht so enden darf, wie es mal geendet ist. Dafür kämpfe ich, wie es Marie-Louise Beck gesagt hat, da höre ich nicht auf, für zu kämpfen und optimistisch zu sein. Und deshalb berauben wir denn diesem Land nicht ihrer jungen Männer. Mit Ihrem Antrag täten wir das aber, meine Damen und Herren. Wer Ihren Anträgen folgt, stärkt das Geschäftsmodell der Schleuser. Wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich? Das kann nicht unser Ziel sein. Ihre Politik würde bedeuten, wer Asyl in Deutschland genießt, darf bleiben. Wer es nicht genießt, darf auch bleiben. Meine Damen und Herren, so würden wir niemals agieren. Diese Regierung sitzt nicht auf Ideologie, sondern auf Expertise und unsere Gesetze, die wir hier gemacht haben. Und deswegen sind wir ein humaner Rechtsstaat. Unsere Lösungen sind human. Bei Ihren würde ich noch mal scharf nachdenken, ob das wirklich als human zu bezeichnen ist. Ich danke Ihnen.